schlafe eben nicht mehr gut in letzter Zeit. Was soll ich machen? Ja, ja, es ist ja nicht mehr viel los mit mir. Weißt du. Was? Was du denkst. Gibt's einen Grund? Was für einen Grund? Das frage ich dich verdammt nochmal. Dass du nachts schlecht schläfst, das muss doch einen Grund haben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist noch heute Abend. Was? Nur mit dir. Wieso, was soll mit mir sein? Wir können doch mal wieder einen richtig drauf machen, wie früher, weißt du noch? Das machen wir auch wieder, Papa, aber nicht heute Abend, verstehst du? Ist es jedes Mal dieselbe? Ja, schlechtes Zeichen, kein Wunder, dass ich nachts nicht schlafen kann. Ich habe nämlich einen siebten Sinn, verstehst du? Von Kind auf hatte ich den. Ich habe in mir ein Katastrophenwarnsystem eingebaut. Das hat mir doch nie im Stich gelassen, mein ganzes Leben nicht. Und Hilde guckt auch schon so komisch. Hilde? Na klar, ich habe doch gleich gesehen, wie ich hier rinkam, der so einen fiebrigen Glanz auf dem Auge, wie damals bei ihrer Scheinschwangerschaft, weißt du noch? Kann ich mich nicht erinnern. Rose Marie. Und? Gefällt dir der Name nicht? Das heißt, ihr gefällt, wenn die so aussieht, wie sie heißt. Sag mal, das muss so um vier gewesen sein. Was? Ja, war ich noch mal draußen, hab einen Schluck Baldrian genommen. Das hab ich gerochen. Deine Klamotten in der Küche, die waren ja pitschnass. Weil es geregnet hat. Ja. Musste ja durch gewesen sein, bis auf die Haut. War ich auch, na und? Ja, aber du hattest keine Fahne. Versteh ich nicht. Wieso muss ich eine Fahne gehabt haben? Das ist ja das Verdächtige. Warst also schon bei ihr in der Wohnung. Ja, und wenn schon? Mir kann man nämlich nicht vormachen, mein Junge. Wenn der Mann in deinem Alter nach Mitternacht nach Hause kommt, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er war in der Kneipe, dann besoffen oder jedenfalls mit Fahne. Oder er kommt von einer anderen Frau. Kapiert? Was heißt von der anderen Frau? Du bist doch nicht meine Frau. Oder wie segnet? Als Beispiel doch natürlich. Das weiß ich auch, dass ich nicht deine Frau bin. So verkalkt bin ich ja nur noch nicht. Warum erzählst du dann so einen Mist? Na, weil ich dir erklären will, wie ich dahinter gekommen bin. Ich meine, bei mir, ich hab ja auch ein paar Haken geschlagen, nicht? Aber um bei deiner Frau Mutter ja keinen falschen Verdacht überhaupt nur aufkommen zu lassen, Heik, muss ich eine gewisse Intelligenz. Es war schwer, dir sowas zu erklären. Ich habe auch keinen Schimmer, warum du mir das unbedingt erklären willst. Weil du zu meinen erzieherischen Vaterpflichten gehörst, verstehst du? Also ja, mal zu, mein Junge, wenn du bei einer anderen Frau warst, dann musst du hinterher ein paar Biere trinken, damit es so aussieht, als wenn du mit ein paar Kumpels in der Kneipe versackt wärst, verstehst du? Ist das klar? Und ist dir klar, dass Rosemarie mein Ernst ist? Dein Ernst, so. Wie sieht denn der aus? Wenn überhaupt noch, dann jetzt. Verstehe. Oh, Junge, Junge, das klingt ja aber gefährlich. Ich habe mir nur was schluckt, habe ich mir nur. Jedenfalls ist Rosemarie ein Mädchen, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Bescheiden, arbeitsam. Aha. Hast du sie schon mal arbeiten sehen? Immerhin steht sie morgens um 5 auf. Um 6 Uhr geht ihr Bus, um 7 fängt sie an. In der Kleiderfabrik. Was macht sie denn da? Näht. Mäntel. Mäntelärmel. Ah, Mäntelärmel. Ist ja interessant. Wie alt ist sie denn eigentlich? Schätze, 25, 26. Also älter ist sie jedenfalls nicht. Aha. Also erstmal abgesehen davon, dass ich dir das nicht glaube. Wieso? Was glaubst du mir denn da nicht? Und du? Wie alt bist denn du?
Du weißt doch, wie alt ich bin. Es geht ja nicht darum, ob ich das weiß, es geht darum, ob du das weißt. Also, wenn du auf den Altersunterschied anspielen willst, Papa, da liegst du ziemlich schief. Denn das Erste, was Rosemarie zu mir sagte, war, dass ich tatsächlich wesentlich jünger aussehe. Da bist du baff, wa? Jünger wie wer? Wie wer? Na ja, wie wer? Jünger wie ich zum Beispiel. Sie kennt dich doch gar nicht. Also kann sie mich auch nicht für jünger halten wie dich. Oder meinst du jünger wie sie? Die ist Mitte 20, so ein Blödsinn. Ja, ich ruhe mal, da ist ja keine Logik drin. Wenn diese Rosemarie sagt, dass du jünger aussiehst, ja, dann muss sie doch auch sagen, jünger wie wer? Wie ich natürlich. Sie sagt, ich sehe jünger aus, wie ich in Wirklichkeit bin. Ja, weiß sie denn, wie alt du in Wirklichkeit bist? Nein, das weiß sie nicht. Hast du ja nicht gesagt? Nein! Wenn sie aber nicht weiß, wie alt du in Wirklichkeit bist, dann kann sie auch nicht behaupten, dass du jünger aussiehst, wie du in Wirklichkeit bist. Das ist doch Blödsinn. Stimmt's oder hab ich recht? Also, manchmal, da könnte ich vergessen, dass du mein Vater gewesen bist.